tut es mir leid, kommen halt keine Videos. Die Reifen sind einfach innerhalb von einem Tag da. Ich musste fast eine ganze Woche darauf warten, weil Brückentag. Also, wenn ich nach Hause komme, muss ich erstmal duschen gehen und das T-Shirt muss in die Wäsche. Bruder, warum wechselst du den Gang nicht, du Hund? Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch an diesem übertrieben heftigen Tag? Es hat irgendwie 40 Grad oder sowas in München am Anakur. Und ich trage natürlich Handschuhe, Digga, wie ein Mongo. Wobei, Safety First, deswegen auch das T-Shirt. Das ist ein Motorrad-T-Shirt. Das ist hier noch länger, nur das sieht man nicht. Ja, jetzt waren schon ewig keine Videos mehr. Ich hoffe, dass jetzt alles passt. Ich erkläre euch ganz kurz, warum nichts kam. Ich habe 2 Videos aufgenommen und der Ton war so grottenschlecht. Also wirklich, das war nicht mehr lustig. Es war durchgehend Rauschen. Es hat sich einfach nicht gut angehört. Das war beim ersten Video. Dann habe ich in den Helm geschaut. Ja, natürlich, Mikro zeigt doch komplett nach unten. Habe ich Mikrofon gerichtet. 2 Tage später wieder was aufgenommen. Wieder komplett Katastrophe geworden. Ach man, neues Mikro bestellt. Ist jetzt auch da. Ich hoffe, dass man einen Unterschied hört. Dann will ich es anbringen. Ich merke, das Mount ist halt ultra locker. Das ist mir davor schon immer aufgefallen. Dann dachte ich mir so, ja komm, jetzt hast du eh schon so lange nichts gemacht, machst eh neues Setup, kontrollierst das mal. Ich habe ein bisschen fester dran gezogen, das komplette Ding hat es weggerissen. Schau ich nach, ich habe kein Kinnzuglu da, das nochmal neu bestellt, dann gewartet, bis das ankam, gemacht. Ich war außerdem 2 Wochen im Urlaub, wo ich eigentlich auch Videos drehen wollte, aber dann keinen Bock hatte, sage ich euch ehrlich, wie es ist, weil Urlaub ist Urlaub. Und jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, es passt. Wenn es nicht passt, dann Bruder. Tut mir leid, kommen halt keine Videos. Aber ja, YouTube, was machen wir heute? Kann ich sagen, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt erstmal safe Shisha-Bar, Digga. Weil unser Alpha-Allmann sich wieder gemeldet hat und es ihn einfach stört, dass ich Kohle anmache bei mir auf dem Balkon. Und deswegen darf ich das nicht mehr. Deswegen darf ich zu Hause nicht mehr rauchen. Ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Ich hatte Urlaub. Ich wollte eigentlich mit dem Auto irgendwie wegfahren. Einfach spontan, Digga, nach Kroatien oder so fahren. Penne ich halt im Auto oder so, was weiß ich. Aber im letzten Video habe ich ja schon gesagt, dann kamen diese Probleme auf, dass wie demente Autofahrer halt war. Lenkrad hat es hin und her gehauen, Junge. Zur Werkstatt gebracht, wann war das? Am Mittwoch habe ich es hingebracht. Ruft er mich an, er so, Wuchten bringt da gar nichts mehr, die Reifen sind am... Du brauchst neue Reifen. Ja, könnt ihr die bestellen. Ja, machen wir aber. Donnerstag ist Feiertag, Freitag ist Brückentag. Das heißt, wir machen die erst am Montag wieder dran. Ja, super, Digga. Die Reifen sind einfach innerhalb von einem Tag da. Ich musste fast eine ganze Woche drauf warten, weil Brückentag. Und dann war eh nur noch eine Woche. Dann dachte ich mir so, ja komm, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, irgendwo hinzufahren. Dann mit dem guten Johnny, das ist der Kollege mit dem A8. Mein Motor ist kalt, ich kann kein Gas geben. Er ist jetzt wieder bodenständig geworden, er fährt keine A8 mehr, er hat sich Polo GTI gekauft. In Stuttgart natürlich, weil gibt keine Autos in München, glaube ich, oder so. Dann sind wir ein bisschen nach Stuttgart rüber gefahren mit dem Auto. Hat mich auch gewundert, dass mein Auto das geschafft hat, Digga, bin ich euch ganz ehrlich. Habe ich ihm aber auch gesagt. Ich habe gesagt, es könnte sein, dass wir jeden Moment stehen bleiben. Waren wir in Stuttgart Auto geholt, sind wir noch Rebel Lounge gegangen. Ich habe so geplant, ja, wir gehen vielleicht 1,5-2 Stunden da Rebel Lounge, dann kann man danach noch kurz was essen gehen und dann zurück nach München. Ja, wir waren am Ende 4 Stunden da, so viel zum Essen gehen irgendwo. Aber es gab wenigstens Erdnüsse bei denen, Digga, und da habe ich gut zugehauen. Ja, ansonsten, ich habe mit Parfumflexer angefangen. Jungs, Mädels, fangt nicht mit Parfumflexer an, es ist nicht gut. Es rappt euch komplett die Zeit. Sieht sexy aus. Ich finde schon. Oh nein, jetzt sieht man meine dicken Schenkel. Digga, der Fahrtwind ist einfach warm, ohne Spaß, Mann. Digga, es ist aber auch niemand irgendwo. Es ist Sonntag und alles leer, weil es einfach viel zu heiß ist, irgendwas zu unternehmen. Kann ich mich einfach hier hinstellen? Ja, oder? Ach nee, ich stelle mich hier safe neben den Emmy, Digga. So, YouTube, wir sehen uns später. Ich gehe jetzt erstmal rauchen. 12 Sekunden später. Und das haben wir wieder. Guten Morgen, YouTube. Warum sage ich eigentlich guten Morgen? Es ist gar kein neues Video. Servus, Leute. Ja, Pfeife hat sehr gut geschmeckt. Ich habe aber einen ganz großen Fehler gemacht. Ich bin schon hingekommen und ich habe gesehen, yo, Terrasse ist einfach leer. Bei dem Baba-Wetter, warum chillt niemand draußen? Habe ich nach 10 Minuten erfahren, warum niemand draußen chillt? Bruder, einfach Sauna. Also, wenn ich nach Hause komme, muss ich erstmal duschen gehen und das T-Shirt muss in die Wäsche. Weil es ist komplett nass. Und ich hatte halt keinen Bock, nach 10 Minuten zu sagen, yo, Bro, darf ich bitte wieder rein? Nee, ich ziehe das durch. Es war nicht die beste Entscheidung.
aber ich bin ein erwachsener Mann. Ich muss mit den Konsequenzen leben. Oh, die Stadt ist aber echt ziemlich leer. Es ist aber auch heftig heiß, wirklich. Isa wird wahrscheinlich übervoll sein. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen nach Bikes geschaut, während ich schon da war. Und ich habe da schon ein paar sexy Dinger gefunden. Aber... Jo, warum... Ist der Gang jetzt raus? Einfach keinen Bock mehr auf mich gehabt oder was? Ich habe da ein paar Sachen gefunden, aber wie ihr wisst, der Bitcoin-Kurs aktuell ist alles andere als gut. Ich glaube 50% ist der Kurs abgestürzt innerhalb von einer Woche. Das ist nicht gut. Ich kann aktuell nicht verkaufen, weil ich ansonsten mit Minus verkaufe. Und ja, deswegen... wird die Saison schwer. Wobei, die Saison ist ja eh jetzt schon halb vorbei eigentlich. Wobei, bei Deutschland weiß man nie, da kannst du auch im Winter noch 20 Grad haben. Isa wird so voll sein. Ich habe Insta-Story schon gesehen. So auf den Autobahnen hat es einfach 45 Grad. 45, Mann! Wie soll man das denn aushalten? Ich meine, in der Schüsselbahn nach 15 Minuten oder so, Digga, mein Mundstück war warm. Einfach warm. So richtig. Im Winter hätte ich mich wahrscheinlich drüber gefreut, Digga, aber es war wirklich richtig. Bruder, es war warm, was soll ich da sagen? Eiswürfel waren auch, ich glaube, nach 15 Minuten oder so waren die auch schon weg, Digga. Der einzige Vorteil war, das Essen ist halt warm geblieben, weil es kann ja nicht abkühlen. Naja, ich gehe jetzt nach Hause, YouTube, und ich mache heute safe gar nichts mehr bei diesen Temperaturen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn es euch... Bruder, warum wechselst du den Gang nicht, du Hund? Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hat es euch nicht gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.